miteinander. Hier ist wieder derjenige, der für euch die Spiele spielt, die ihr am besten nicht mit eurem eigenen Geld kaufen solltet. Ja. Ganz weit da vorne ist Outlast 2. Hier leuchtet hier so eine Leuchte. Es gibt doch... Ich habe halt wieder schon einige Sachen hier durchgelesen. Die Lore soll wohl so sein, dass man erst im DLC wirklich erfährt, was eigentlich richtig abgeht. Alle loben die Grafik und da stimme ich auch voll mit ein. Das sieht doch geil aus hier. Schick, schick, schick. Vielleicht müsste sich einfach mal jemanden engagieren, der eine gute Geschichte schreibt. Und jemanden, der die Musik gut macht. Weil die Sound und so sind die ja noch in Ordnung. Vielleicht sollte ich mal ein Video zu dem Game machen. Eine richtig schöne 30% Video. Und das für die Grafik. Ja, okay, dieses Blurry hier gerade. Blub, 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 blub. Spätestens jetzt kriegen Copyright-Strike rein hier für die Melodie. Das ist schon echt ein bisschen. Hast du mal wieder deine Brille abgeschickt? Das ist ein Problem, das kenne ich aber. Ich glaube, er ist getrunken von diesem Verrückten. Dieser blasierte Sprech. Was für Luft bei uns? Die haben alle einander Birne. Guck dir das mal an, die haben alle eine Klatsche. Und das ist doch. Jetzt willst du ja wieder, was mich hier stört. Fucking Christ! Hey, wie gesagt, geiles Game, dieser Teil. Auch der Nachfolger Hexen war richtig cool. Jumpscare. Jumpscare. Guckst du auf den Weg. Maisfeld. Weißt du, wie schwer ist es, jemanden hinter dir herzuziehen mit einer... So schon. Müsst ihr mal machen. Wie einfach jemanden da herziehen. Das ist schon richtig anstrengend. Ach, hier. Kennt ihr Maze Runner? Den Film? Der ist auch eher mittelmäßig. Das ist schon cool. Das ist wirklich cool, ja. Das quer ich den Mais. Ich komme gerade richtig zur Ernte, aber ich weiß auch nicht, wo es lang geht, ehrlich gesagt. Vielleicht da vorne und dann rechts rum so. Stehen wieder so ein paar. Es ist mir egal, ey. Ich fand jetzt einfach mal so richtig schön parkourmäßig durch. Jetzt nach rechts. Ach, halt die Schnauze. Und hier geht das, glaube ich, schon raus gleich.
Ja, meistertisch. Mensch, die haben hier Felder, Leute. Die werden doch immer eine Schrotflinte dabei haben. Die haben doch nicht eine Axt oder sowas. Was machst du, wenn hier so ein Gummibadger oder so kommt, falls du doch lebst? Da kommt jetzt gerade jemand. Komm ich jetzt hier rüber? Ich will doch über diesen Zaun da. Das ist auch der Weg. Mit Sicherheit falsch. Nee, mit Sicherheit falsch. Ach halt, ist hier jetzt die Tür offen? Ja, die Tür ist offen. Also jumpen wir hier einfach mal ganz kurz durch den Mais. Also, immer hier mal wieder durch. Muss mal rausfinden, wie der heißt. Der beschäftigt sich auch mit so einem Hilly-Billy-Quiz. Und der Typ dort in dem Film hatte nämlich genauso eine blasierte Stimme die ganze Zeit. Und hat halt seine Gläubigen immer so zugelabert. Das war auch in so einem Dschungel irgendwie, das sollte. Ich hab nicht gerade keinen Spot, aber es sollte auch einfach warm begeben, als wir zu ruhen. Und das war so ein ganz großer Selbstmord. Also so ein Massenselbstmord war das. Tja, hier geht's nicht lang. Keine Waffen verwendet haben. Weil diese massiven Verbände aus mehrkarätigem Edel passt. Und Drachen und Luft und Tralala. Ich habe keine Ahnung, was du von mir willst, das ist mir auch egal. Das Problem ist, ihr seid so stereotyp, dass alles, was ihr macht, ist für mich belanglos. Ihr zeigt mir hier nicht einen einzigen gesunden, doch diesen einzigen gesunden Typen, den ihr mir da gezeigt habt. Den habt ihr natürlich umgebracht. Das ist genau der Scheiß, den ihr macht. Das ist der Einzige, für den uns interessiert hat, ist derjenige, also für den ich mich jetzt so interessiert hätte. Guck mal hier. Ein Hacken. Ein Rechen. Ein Hacke. Guck mal, der Typ hat eine Machete, Mann. Hier Stroh rum. Wieso ist Freddy Krueger nur in Scheiße? Mit seinem Hut meine ich. Okay, so
bisschen leiser atmen. Wirre Scheiße labern. Wirklich abstumpfen. Die Sachen von sich geben. Wieder aufstumpfen. Guck mal, ich kann mich jetzt von hinten anschließen. Zack! Genick durch. Okay, das nicht. Wäre nicht Sam Fisher oder so. Okay, das hier war zu. The flood will come. Unborn. Ascend in the flame of the altar. Offer. I am the crisis, Graves. Ascend. Ich glaube, den dritten Teil kaufe ich mir dann aber nicht. Da müsste dann leider durch. Den dritten Teil. Gibt's den Ende nicht. And the countenance of an angel of God. I will tell the Lord of the child. Offer unto the Lord. Das macht mehr Sinn zu sterben, das weiß ich. I will tell the Lord of the child. You are mine. Ach ja. Und? Jetzt machen wir mal hier ein bisschen assiger hin. Oh! Wer redet so? So redet niemand. Selbst, ich weiß nicht. Alter. Hey, selbst bei einem H.P. Lovecraft, der jetzt echt nicht die allergeilsten Dialoge rausgehauen hat, ne? Alle seine. Ich habe mich da mal ein bisschen darüber informiert. Also, ich bin ein großer H.P. Lovecraft-Fan. Habe mich da mal ein bisschen reingearbeitet. Und, er hat halt Stereotyp, du hast halt immer hochgradig gebildete Leute und so Wissenschaftler und so, die halt aufgrund der Unfassbarkeit des Schrecken Probleme haben, das, was sie sehen, zu verarbeiten. Ja, das ist so ziemlich das Gegenteil von dem, was wir hier halt erleben. Ne? Da oben lang. Drei weitere wurden heute zu den Beuligen geschickt. Ihre Wunden waren zum Verbergen zu blöd. Und sogar. Seltsam hatten sie die Kinder, welche Papa genoss in meine Abhut übergab. Ich habe nun über 40 Waisenkinder bei mir, welche mich verzweifelt lieben, wie nur ein Kind es kann, welches von Eltern verlassen wurde. Die ist einst so natürlich und selbstverständlich wie die aufgehende Sonne. Scheiß, schreibst du. Und ich liebe sie, denn ich werde niemals selbst Kinder haben, doch habe so viel Liebe zu geben. Selbst wenn Gott sie verlässt, werde ich sie trösten und führen. Was bedeuten diese Freunde? Jetzt fehlt noch was im Mann. Ich sag euch ganz ehrlich, was ich glaube, Leute. Und zwar, mein Eindruck ist, dass die Macher hier von Outlast 2 haben richtig viele verschiedene Horrorfilme gedruckt. Und sich einfach daran orientiert.
Die haben einfach richtig viele verschiedene Horrorfilme geguckt und so irgendwelche Klischees noch mit reingebuttert. Die haben versucht, verschiedene Sachen miteinander homogen zu vereinen. Und das gelingt denen halt nicht. Und das liegt daran, weil sie kein Gespür für Ästhetik haben. Welche, also für dramaturgische Ästhetik oder sowas. Also etwas, womit man all diese widersprüchlichen vereinen könnte. Sie haben zwar Ästhetik, was so... Sie haben zwar Ästhetik, was so das Design hier angeht, also die Klasse, ne? Aber was halt so die Dramaturgie und so angeht, das sind die echt... Also nicht Dramaturgie jetzt nur, sondern auch so Geschichten erzählen. Wie erzähle ich, wie transportiere ich das, was ich mitgeben möchte. Die haben sich halt begeistern lassen von vielen verschiedenen Eindrücken, deswegen hat man auch so Klassiker wie diese Marienstatue hier. Geist, Jesu, mach dich bereit, Vater, noch leider, Jesu, gib mir. Das sind halt so Gebete hier halt, die sich so zusammengefriemelt haben, aber... Ich bin mir sogar relativ sicher, dass mir bald wieder diese verrückte Frau hier begegnet, aus dem einfachen Grund heraus, dass die jetzt länger nicht mehr aufgetaucht ist. Nein! Erstmal begegnet uns ein Zimmer. Fuck was that? Nach dem nächsten Speichern machen wir das. Okay, oder ich mache jetzt einfach erstmal aus. Ja, Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Das war die nächste Folge von Ausrast. Ja. Wir sehen uns bei der nächsten Folge. Wenn ihr es bis dahin durchhaltet. Ciao.